und herzlich willkommen zu Wundervibe Web-TV. Ganz aktuell läuft ja in den deutschen Kinos bis zum Ende der Nacht und Bella-Darstellerin Kristen Stewart hat jetzt verraten, dass sie total glücklich war, dass sie nie wieder Twilight drehen muss. Tatsächlich hat sie nämlich gesagt, dass eine Riesenlast von ihr gefallen ist, als die letzte Klappe letztendlich bei dem Film fiel. Und sie war an dem Tag der glücklichste Mensch der Welt. Ja, das wird wahrscheinlich einige Fans ganz schön ärgern, diese Aussage. Schließlich hat die Gute nämlich eine Menge Kohle mit den Twilight-Filmen verdient. Conrad Murray, das ist der ehemalige Leibarzt von Michael Jackson und der wurde diese Woche zu 4 Jahren Haft verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Ja, tatsächlich kann es aber sein, dass der gute Mann nie ein Gefängnis von innen sehen wird, denn in Kalifornien sind die Gefängnisse heillos überfüllt und es kann dann tatsächlich sein, dass er 4 Jahre lang bei sich zu Hause im Hausarrest die Strafe verbüßen wird. Ist wahrscheinlich nicht so ein richtig großer Trost für die Familie von Michael Jackson und alle Fans. Kommen wir aber mal zu einer erfreulicheren Meldung. Donnerstag ist ja bekanntlicherweise Kinotag, da kommen also die neuen Filme in die Kinos. Und wir möchten euch In Time vorstellen. Darin spielt Justin Timberlake mit. Und es geht um Folgendes. Und zwar ist es eine Gesellschaft in der Zukunft. Die Leute, die dort leben, werden nur maximal 25 Jahre alt. Danach altern sie auch nicht mehr und mit 26 sterben sie, es sei denn, sie erwirtschaften sich Lebenszeit. Klingt jetzt total crazy, aber schaut doch mal rein. Woher hast du das? 1000 Jahre in den falschen Händen könnten das System zusammenbrechen lassen. Ich werde ihn aufhalten. Jeder will ewig leben. Dafür sind wir nicht bestimmt. Wir werden dich kriegen. Das hoffe ich doch. Sein Verbrechen war nicht Zeit zu stehlen, sondern sie zu verschenken. In Time. Deine Zeit läuft ab. Sehr bald nur im Kino. Lady Gaga gilt ja für viele als absolute Stilikone und ist ja auch mega, mega erfolgreich mit ihrer Musik. Ja, und jetzt hat sie einen ganz interessanten Beauty-Tipp verraten. Auf die Frage, woher denn ihre wunderbare Haut kommt, hat sie erzählt, ja, ihre Haut kommt von jeder Menge Sex und ganz, ganz viel Spinat. Ja, und dann hat sie aber noch ganz schnell in dem Interview hinterhergeworfen, naja, in Wirklichkeit kommt ihre gute Haut von jeder Menge harter Arbeit und ganz viel Schweiß. Ja, und wir hoffen, dass es von allem ein bisschen ist. Alle Fans vom Dschungelcamp können sich freuen, denn am 13. Januar startet die aktuelle Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und jetzt ist schon die erste Kandidatin für das Dschungelcamp bekannt gegeben worden. Brigitte Nielsen, das ist die Ex-Frau von Sylvester Stallone und ehemalige Sex-Ikone aus den 80ern, wird ins Dschungelcamp einziehen. Ja, 150.000 Euro hat die Gute dafür kassiert oder wird es. Und im Vergleich dazu zum Beispiel, die anderen B-Prominenten, die dort auftreten werden, verdienen etwa nur so 50.000 Euro. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wer da denn alles noch zur Ekelprüfung antreten muss. Die anderen Kandidaten sind noch nicht raus und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wer denn Brigitte Nielsens Konkurrenz sein wird. Ja, das war's auch schon wieder von Wundervibe Web TV. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Tschüss!